Hi, hallo. Ich wollte heute, weil ich mein Paket bekommen habe mit den neuen Grundweiß Produkten, also ich habe Papier in Grundweiß und auch Briefumschläge in Grundweiß bestellt, wollte ich euch mal zeigen, die Unterschiede zwischen dem neuen Grundweiß und dem alten Flüsterweiß. Genau, ich habe jetzt erstmal mein Grundweißpapier schon mal aufgemacht. Das Licht ist leider, ich hoffe, es geht. Ich werde es ganz nachholen gleich. Dann könnt ihr mal die Unterschiede so ein bisschen näher sehen. Weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann über dieses Medium. Also das Grundweiß ist hier rechts. Vielleicht sieht man es ein bisschen. Es hat so einen, es ist ein klareres Weiß. Da merkt man, dass ein bisschen so ein Blauton drin ist, wo das Flüsterweiß so etwas, ja, wie sagt man das, so ein bisschen stumpfer ist. Genau, da sind wahrscheinlich eher so, ja, eher warmere Töne drin, vielleicht braunrötlich, beige, irgendwie so in die Richtung. Und das Grundweiß ist so ein klareres, helleres mit einem Blau drin. Genau, das jetzt also von der von den Farbunterschieden. Ich mache es mal so. Vielleicht sieht man es dann besser. Also das wären so die Farbunterschiede. Es ist ein sehr, sehr kleiner Unterschied. Also ist wirklich kein großer Unterschied. Vom Anfassen sind sie ähnlich. Also wir sind ja vom Flüsterweiß gewohnt. Das ist so ein ja, ganz glattes Papier. Und das hat das Grundweiß genauso. Das hat so einen glatten Touch. Ja, Katze will auch mal Hallo sagen. So, und dann gucken wir mal, wie sich diese beiden verhalten, ja, mit verschiedenen Werkzeugen, ja. So, jetzt brauche ich aber wirklich den Tisch, dann musst du hier mal runtergehen, ja. Geh mal da runter, bitte. Wir fangen mal an mit dem Schneiden. Aber ohne Katzenschwanz, okay? So, also zuerst mit dem neuen Grundweiß schneide mit der Schneidemaschine, ja. Und dann schauen wir mal hier. Ist ein guter Schnitt, geht glatt durch. Wenig Faser. Ich meine, das ist natürlich auch also abhängig von eurer Schneideklinge, wie gut die gerade ist oder ob die ausgetauscht werden muss. Dann machen wir hier mal eine Falz. Geht auch gut. Sieht gut aus. Wenn wir falten, dann gibt es keinen Bruch. Ein Papierbruch, also das Papier verhält sich genauso wie das Flüsterweiß auch. Also so auf den ersten Blick gefällt mir gut. Was ich hier jetzt gerade so ein bisschen bei näherem Hingucken sehen kann, das könnt ihr aber wahrscheinlich hier, ah doch, leichter. Das ist das Grundweiß. Man sieht die Fasern ein bisschen mehr als beim Flüsterweiß. Da sieht man die Papierfaser wirklich kaum. Und hier beim Grundweiß sieht man die Farbe ein bisschen mehr. Hier sieht man auch vielleicht den Farbunterschied etwas deutlicher. Vorne Grundweiß, hinten Flüsterweiß. Und hier seht ihr jetzt den Schnitt. Also so, das habe ich aber auch beim Flüsterweiß. Das ist hier so ein, dass man einfach merken kann, sehen kann, dass es geschnitten wurde. Schneidet man das Flüsterweiß, dass ihr da auch diese Schnittkante sehen könnt.
Flüsterweiß. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich kann es auf jeden Fall spüren. Diese Schnittkante, die ist hier ja auch bei dem Flüsterweiß. Ein bisschen weniger Fasern zu sehen. Ja, bei dem Grundweiß hatten wir hier so ein bisschen Faser zu sehen nach dem Schnitt. Das haben wir beim Flüsterweiß weniger. Leider ist die Firma, die dieses Flüsterweiß hergestellt hat, hat Corona nicht geschafft. Die mussten schließen, die mussten ihr Werk schließen. So, hier sieht man auch nochmal deutlich den Farbunterschied. Also deutlich, es ist ja kein deutlicher Unterschied, aber man sieht ihn hier zumindest. So, dann gucken wir mal, wie es sich mit anderen Werkzeugen verhält. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich meine beiden Farben gut voneinander unterscheiden kann. Ja, okay. Also dieses leicht glänzende, was Flüsterweiß hat, das kann man hier auf dem iPad gar nicht sehen, leider. Das leicht glänzende vom Flüsterweiß, das hat das Grundweiß nicht. Das Grundweiß ist wirklich, also zwar heller im Ton, aber matter von der Lichtreflexion. Ja, also das Flüsterweiß hatte ja immer so ein bisschen so ein, wie so ein Glossy, wie so ein, ja, so eine, ja, hat einfach das Licht eher reflektiert. Das hat das Grundweiß nicht. Das sieht man hier leider im Vergleich rechts Grundweiß, links Flüsterweiß nicht so gut über dieses Medium. Aber in der nächsten Bastelbox wollten Marion und ich euch so ein bisschen was zum Angucken geben, dass ihr auch direkt vergleichen könnt. Gut, dann schauen wir mal, wie das ist mit Stempeln und so weiter. Ach, vielleicht gucken wir uns das mal mit einem dunkleren Farbkarton so als Hintergrund mal an. Vielleicht sieht man da auch die Unterschiede besser. Also ich habe jetzt mal hier ein Marineblau. Und da lege ich das Grundweiß mal drauf. Und das Flüsterweiß, sieht man da Unterschiede? Sieht man die da besser? Naja, nicht besser oder schlechter. So, dann stempeln wir mal. Wir stempeln mal mit Memento erstmal. Das ist hier die Erdbeere aus dem neuen Set Bärenstark. Das mal ein bisschen genauer an. Also Stempelabdruck ist gut, nimmt die Tinte gut auf, ist auch schon trocken. Ja, kann man nichts gegen sagen. Dann gucken wir mal, wie das ist mit den Stampin' Blends. So, ich kann hier gut bis an den Rand kommen. Es blutet sozusagen nicht aus den Rändern heraus. Das Papier nimmt die Farbe gut auf. Ohne dass es die Farbe aufsaugt. Gefällt mir schon mal gut.
da habe ich übermalt, das war ich. Aber ansonsten würde ich sagen, ein schönes Ergebnis mit den Stampin' Blends. Dann stempeln wir mal hier mit einer, nicht mit einem Mentor, sondern mit einem anderen Tintenstempelkissen. Wie das die normale Farbe aufnimmt. Ja, auch sehr schön. Also ich finde dieses Weiß ist wirklich komplementiert die Farben sehr gut. Nimmt die Farbe dann auf, ist nichts, keine Rückstände. Ja, dafür kriegt man noch ein super Stempelergebnis. Dann können wir auch noch mal stanzen. Gucken, wie es sich damit verhält. Ja, also schöne glatte Ränder. Hier muss man gucken, ob das vielleicht was mit der Stanze zu tun hat. Das ist hier ein bisschen, aber hier auf der Seite schön glatt. Ja, ich würde sagen, ein gutes Stanzergebnis. Ich probiere es noch einmal. So eine klitzekleine Stelle. Ich schätze mal, das hat was mit meiner Stanze zu tun. Du kannst auch nochmal mit Flüsterweiß probieren und schauen, ob es an der Stanze liegt. Mal zu Besuch. Ja, das scheint ein Problem meiner Stanze zu sein. Die ist auch ziemlich alt schon. Das habe ich also diesen kleinen Knick da, den habe ich auch mit dem Flüsterweiß. Sehr gut. Also, ich bin zufrieden. Der Unterschied ist nicht wahnsinnig groß zwischen dem alten Flüsterweiß und dem neuen Grundweiß. Man kann gut damit arbeiten. Es verhält sich so, wie es sich verhalten soll. Lässt sich gut schneiden, lässt sich gut falzen, lässt sich gut anmalen und Tinte auftragen, bestempeln und auch ausstanzen. Ich denke, das ist ein Produkt, mit dem wir gut klarkommen werden. Und der Unterschied ist nicht so wahnsinnig groß im Ton, sodass wir uns, glaube ich, alle relativ schnell umgewöhnen werden. Auch wenn ich natürlich das Flüsterweiß sehr gerne mochte. Und bestimmt ab und zu mal vermissen werde, aber so riesengroß ist der Unterschied nicht, dass ich dem jetzt hinterher weinen müsste. Genau, also in Grundweiß ist jetzt bestellbar DIN A4 Farbkarton, 12x12 Inch, also das große Farbkarton, die Umschläge, die C6 Umschläge sind auch in Grundweiß bestellbar und ja. Ich glaube, noch andere Umschläge, die 3x3 Inch, die kleineren Umschläge auch und eventuell sogar Notecards mit Umschlag. Genau, das ist alles jetzt in Grundweiß bestellbar. Also das gibt es in Grundweiß. Ob die kleineren Umschläge schon bestellbar sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall die C6 und das Papier und die anderen werden bald nachkommen, wenn sie nicht jetzt schon bestellbar sind. Genau, wollte ich euch nur mal zeigen, diese Unterschiede und das neue Grundwasser.